Ja, herzlich willkommen wieder zurück hier bei Farmers Dynasty. Ich habe einige Sachen bis hierher schon erledigt. Und was das genau alles ist, zeige ich euch nachher. Euch fällt vielleicht auf, dass ich eine Sämaschine habe bereits und dass der Trecker anders aussieht. Das liegt daran, dass man in seiner Garage die alten Fahrzeuge neu anmalen kann. Also das heißt, die kriegen dann einen neuen Look. Man kann sich die Farbe aussuchen, wie man will. Und es sieht wieder schick aus. Und das habe ich hier jetzt gemacht und das habe ich bei anderen Fahrzeugen auch gemacht. Das zeige ich euch aber später. Jetzt machen wir hier erstmal das Feld fertig. Das andere da drüben habe ich schon fertig. Es ist auch schon angewachsen. Und zwar sehen wir Raps aus auf beiden Feldern. Raps, das bringt gut Geld ein und man hat nicht die Last mit den Strohballen erstmal, die wir jetzt momentan noch nicht unbedingt brauchen. Also, wir sehen Raps ein und wenn wir damit fertig sind, zeige ich euch, was ich noch alles Neues gemacht habe. Oh je. Hier liegt noch ein Ballen rum. So, man sieht jetzt hier so ein bisschen den farblichen Unterschied, wo man gesät hat und wo noch nicht gesät ist. Kann man erkennen, oder? Okay, und bei der Sämaschine, da schaltet man gar nichts ein oder aus oder senkt oder so, sondern man fährt einfach mit dem Tempomat los. Immer schön so, dass überall was hinkommt. Bisschen eng hier zum Wenden. Was? Du zerstörst die Ernte, die hier wächst. Bringe die Ernte ein, bevor du den Boden bearbeitest. Das sind doch gar keine Ernte. Die sind ja doof. Also ich habe hier natürlich gepflügt, gegrobert und gedüngt. Bevor ich hier jetzt die Saat drauf mache. Für die Sämaschine musste ich ein mega großes Feld pflügen. Das habe ich gestern Abend gemacht und habe ewig gedauert, bis da fertig war. Und dann anschließend noch ein Gewächshaus in Stand setzen. Und dann gab es die Sämaschine. Und habe dann Nachbarfeld, also unser Nachbarfeld hier schon mal eingesät. Und habe dann mal testhalber ein Schläfchen von 10 Tagen gemacht. Und da war dann dieses Feld da hinten schon grün. Was labert der? Naja, egal. Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall geht das hier noch relativ schnell, wenn man schnell fahren kann und es einigermaßen breit ist. Beim Pflügen ist das ein bisschen anders. Da ist der Pflug, den wir haben, relativ schmal. Du zerstörst die Ernte, die hier wächst. Bring die Ernte ein, bevor du den Boden bearbeitest. Ja, die sind doch doof, sind doch die. Hier wächst doch noch, naja, da ist noch gar nichts eingebracht. Keine Saat. Bin ja erst noch dabei, Mensch. Na. Alles ein bisschen schief, weil dieses Feld ist aber auch irgendwie schief. Hauptsache überall wird eingesät. Geldmäßig habe ich schon eigentlich fast alles ausgegeben. Ich habe Dünger auf Vorrat gekauft, ich habe Saatgut auf Vorrat gekauft, ich habe fürs Gewächshaus Pflanzen auf Vorrat gekauft. Habe ich noch? Ja, ich habe Hühner gekauft. Das zeige ich euch. 20 Hühner. Die legen ordentlich Eier und da zeige ich euch nachher auch, was man damit machen kann. Die kann man nicht nur verkaufen. Man kann damit auch sich was zu essen herstellen in der Küche. Das zeige ich euch. So ist man nicht immer angewiesen auf die Bratwurst von dem Händler nebenan. Weil der hat in letzter Zeit nicht mehr so viel Bratwürste gehabt. Und wenn der Hunger hat, ne, dann hat er Hunger. Dann wird da rumgemeckert. Und was ich noch festgestellt habe, wenn er zu müde wird, weil bei der ganzen Arbeit hier, dann fährt er nicht mehr. Hier geht's weiter.
Ja, das wird jetzt hier ein bisschen eng. Ich weiß ja nicht, ob ich den Feldschutz zerstöre, wenn ich auf so gerade ausgesäte Zeug fahre. Ich werde jetzt mal hier eine Gerade reinziehen. Vielleicht nächste Mal auf der anderen Seite anfangen. So, das war jetzt wohl das Feld. Jetzt gucken wir mal. Hofstatistik. Felder in Besitz 2, wachsendes Korn, Raps 2, keine Beanstandung. Gut. Gewächshaus. Da müssen wir hin. Feuchtigkeitsstand ist niedrig. So, dann bringen wir gleich die Sämaschine unter. Irgendwo. Ich habe jetzt hier immer alles bloß so draußen hingestellt. Meiste. Da steht jetzt zum Beispiel der Mähdrescher. Der ist jetzt grün und sieht schon ein bisschen besser aus wie vorher. Ein bisschen dreckig ist er jetzt. Und man hört jetzt im Hintergrund schon die Hühner. So, und da zur linken steht unser Truck. Der ist jetzt rot und sieht ein bisschen besser aus. Rechts steht die Sämaschine, die haben wir auch schick gemacht. Also nicht Sämaschine, die Düngemaschine. Diese rot-gelbe dort oder rot-ockerfarbene. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die Sämaschine hinstelle. Bloß mal wüsste, wie ich dieses blöde Gerüst so wegkriege. Ja, ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Machen wir hier daneben. So. Abkoppeln. So. Wir müssten gucken.
Gewächshaus. Zeige ich euch gleich mal. Naja, in der Garage bei sich zu Hause kann man die Sachen übrigens auch waschen. Und hier sind jetzt, bei den ersten sind schon Tomaten dran. Die sind aber noch grün. Und hier die ganze Reihe lang sind alles Tomaten. Hier diese Reihe sind alles Zucchini. Hier blüht es schon. Und auf der anderen Seite die zwei Bänke hier sind Paprika. So, jetzt müssen wir hier Regen machen. Das kostet Geld jedes Mal. Umso mehr Pflanzen drin sind, umso mehr Geld kostet es. Und umso länger regnet es halt auch. So, jetzt können wir hier zumachen. Jetzt gucken wir. Hofstatistik. Feuchtigkeit optimal. Okay. Kraftstoff haben wir keins mehr auf Lager. Weizen und Raps ist es alles verkauft. Wir haben aber Samen gelagert. Raps habe ich über 4000 Kilo. Dünger habe ich auch über 4000 Kilo. Eigentlich haben wir eine Katze im Besitz. Aber ich habe die noch nirgendwo gesehen. Hähne haben wir 21 Hühner. Hühnerfutter haben wir noch 92 Kilo. Muss man dann kaufen, wenn es mal soweit ist. Saatgut und Dünger wird hier drin gelagert. Das heißt, man fährt nur mit seinem jeweiligen Anhängsel, also Sämaschine oder Düngemaschine, hier ran und füllt auf. Und wenn man Zeugs kauft, ist es automatisch hier gelagert. Finde ich äußerst praktisch. Und wenn man Kraftstoff tankt, kann man entweder also das Auto, also ein Fahrzeug, mit dem man da ist, voll tanken. Und man kann aber auch 1000 Liter hier rein tanken. Aber man kann nur 1000 Liter tanken. Nicht weniger, leider. So hausmäßig hat sich wohl nichts verändert. Ach, da ist die Katze. Guck an. Da ist die Katze. Streicheln lässt sie sich ja jetzt nicht direkt. Setzen auf Bank. Streicheln Katze ist nicht. Nur ja. Hühnerstall. So, hier ist ordentlich was los. Hier haben wir 20 Hühner drin. Die haben geschrieben, man muss immer darauf achten, dass da nichts kaputt geht am Stall. Jetzt gucken wir mal nach Eier. Da oben hockt der Hahn. Ja, ja. Kein Eier. Ihr habt, glaube ich, schon abgesammelt vorhin. Na, guck an, jetzt können wir Honig sammeln. Ein Glas. Schön. Man kann ja Kühe, Schafe, keine Ahnung was alles kaufen. Ich muss ab und zu immer mal das Mikro abschalten. Und zwar bin ich noch erkältet. Da kriege ich manchmal so blöde Husterei.
So, hier kann man jetzt sich direkt was kochen, ne? Also Eier ist ja klar. Honigrezepte. Weiß nicht, ob man da irgendwie Rezepte bekommt irgendwann. Machen wir mal fünfmal Ei. Zack. Jetzt werden Eier gekocht oder was weiß ich. Und dann habe ich die Eier quasi hier drinne. Hier sind die rohen Eier, hier haben wir noch Kaffee. Da ist der Honig. Köstlicher und gesunder Honig kann entweder pur gegessen oder in der Küche verwendet werden. Gekochtes oder Dosennahrung. Schmackhaft und mit höherem Nährwert. Also 100, dann trinken wir mal die Kaffees. Zack, zack. Also man kann die Küche benutzen und sich was kochen. So viel haben wir raus. Ach, das ist James. Guck mal, der heißt James. Hallo James. Okay, ich habe so ein bisschen rausgekriegt. Wenn man die rechte Maustaste drückt, erscheint ja dieses Ingenieursmenü. Und zwar sieht man da jetzt zum Beispiel, wo man irgendwelche Sachen hinsetzen kann. Oder man sieht zum Beispiel hier an dem Mähdrescher. Was, der hat noch Raps drinne? Naja, nicht viel. Hä? 132 Kilogramm. Das sollten wir mal leer machen. Aber wir machen ja dann nachher sowieso Raps. Ach so, die sind ja immer erstmal abgekoppelt. Das ist ja die Dove. Automatisch wird immer alles abgekoppelt. Und es ist hier ziemlich eng. Also der Mähdrescher, der wird ja dann als nächstes gebraucht zur Ernte, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob man zwischendurch nochmal düngen muss. Das werden wir und wird uns die Erfahrung bringen. So, wir lassen mal hier den Rest an Raps noch raus. Da kommt nichts. Bleibt drinne. Naja. Egal, den können wir ja hier stehen lassen. So, ich glaube, ich habe euch soweit alles gezeigt. Der hier ist jetzt rot. Wie gesagt, der ist grün. Der ist auch neu angemalert. Sieht schick aus, finde ich. Und vereinzelte Sachen außer den Flug sind auch schon angemalt.
So, jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben noch eine Mission, die ist ziemlich penetrant, all dieweil da das Zeichen nie weggeht. Und dafür kriegen wir einen Gülleverteiler. Also fahren wir da mal direkt mit dem Traktor hin und machen die Arbeiten und bringen dann den Gülleverteiler nach Hause. Okay. Das ist dann da hinten. Da fahren wir jetzt hin. Das wäre dann vorerst, glaube ich, erstmal die letzte Quest für Gegenstände, weil wir haben eigentlich alles, was man braucht, um zu ernten und zu kultivieren und einzusehen. Meine guten, einen Güllestreuer kann man noch gebrauchen, wenn man mal Gülle hat. Geldmäßig müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder auf die nächste Ernte warten. Ich glaube, hier können wir rüberfahren, oder? Jawohl. Zeige ich euch mal kurz. Feldankauf, dieses Feld könnte man jetzt kaufen. Und zwar mit 16.000 Sozialpunkte Tets 8.000 Kosten. Also aufgerundet sind 1,26 Hektar. Ist nicht teuer, aber dafür sind viele andere Sachen sehr teuer. Zum Beispiel Setzlinge, Saatgut, Dünger. Oder die Maschinen. Hier ist ein Bahnhof. Was wäre, wenn jetzt ein Zug käme? Schrumpum. Tot. Ich habe aber noch keinen Zug fahren sehen hier. Sieht man schon alles Mögliche kaputt. Fahren wir mal hier rein. Ah, da steht ja. Da steht's ja schon. Naja. So schlimm sieht es alles nicht aus, aber hier. Aber das ist ein einzigster. Ne, zwei Häuser werden es wohl sein, ne? Aber wenigstens keine Gewächshäuser, scheinbar. Also gut. Hey, du. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ach so, wir hatten schon den Vergnügen. Okay, also ich habe festgestellt, wenn man die rechte Maustaste drückt, dann kriegt man. Das habe ich durch Zufall mitgekriegt. Dann kriegt man angezeigt, wo man zu reparieren hat. Hätten wir das früher gewusst, dann hätten wir es einfacher gehabt. Gut.
Haben wir nicht gewusst. Deswegen haben wir uns ein bisschen rumgenervt. Aber wir haben es überlebt. Aber ihr wisst das jetzt. Und ich weiß es auch. Jetzt wissen wir auch, dass da oben was ist. Ne? Oder vielleicht damit zusammen gemacht wird. Genau. Da sind so Balken. Kommen wir nicht hin. Ja, alles wird schön rot angezeigt. Wenn man das alles vorher gewusst hätte, man hätte sich so viel Ärger erspart. Naja. Manchmal ist man ein bisschen doof. Da oben. Schade, kommt man nicht ran. Okay. Ja, können wir nicht ran. Ist nicht mein Problem. Machen wir eine Rüstung hin. So. Soll der sehen, wie er sie wegkriegt? Ich weiß bis jetzt immer noch nicht. Dach ist okay. Thank you.
Ja, ist ja schön, dass das hier direkt von hier unten klappt. So. Ja, dann sind wir hier auch gleich rum, dann noch innen und dann müssten wir fertig sein. Sieht gut aus. Welches letzte Gebäude? Das ist da auch noch, oder was? Ja, klar. Ist ja nicht Reparatur, das ist ja schon Bauen. Da gar keine Fenster drin.
Oh, unser Trecker ist bloß noch 20% voll. Eieiei. So gut wie neu. Gut, schaut stabil aus. In Ordnung, der Streuer gehört Ihnen. Sicher, danke. So. Also, ankoppeln. Und dann sollten wir an der Tankstelle fahren. So, gucken wir mal, wo die nächste Tankstelle ist. Wir sind da. Hier. Und fahren wir mal den Trecker voll tanken. Wo müssen wir hin? Da lang. So, dann haben wir noch einen Gülleverteiler. Das Ding, das werden wir auch, sagen wir mal, restaurieren, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Im Moment reicht es nicht. Fahren wir hier durch den Ort. Ulala. Bisschen eng. Ach du Scheiße. Das war jetzt keine gute Idee. So außen rum. Sind wir denn hier jetzt hingeraten? Da drüben ist die Tanke. Der ist dann wieder voll, also man kann Kraftstoff auf Lager 0 und man kann nur 1000 kaufen. Und 1,50 kostet ein Liter, also 1500 braucht man, um das Lager voll zu machen.
So, jetzt fahren wir nach Hause mit dem Schrott. Wir fahren natürlich wieder querfeldein. Hui, Sala. So, naja, das war dann auch schon für heute. Wir haben den Raps fertig eingesät. Wir haben den Gülletransporter oder Güllestreuer hier geholt und in der nächsten Folge hoffen wir mal, dass wir mal ein paar Tomaten reif werden. Und was halt nicht schlecht wäre, wenn mir mal jemand verklickert, wie man die Rüstung weggebaut kriegt. Da ist es doch, oder? Da drüben. So, dann haben wir das Ding zu Hause. Jetzt können wir natürlich mal gucken, ob jetzt Eier da sind. Ach, wir sind gleich im Hühnerstall. Prima. Nee, Eier gibt es erst wieder morgen. Okidoki. Aber da es ja morgen sowieso wieder neue Eier gibt und ich die ganzen Eier nicht mit mir rumschleppen will, gehe ich jetzt darüber und verkaufe die. In seine olle Wurst brauche ich gar nicht mehr im Grunde. Essen jetzt halt Eier. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, wir wollen unsere Eier wegkriegen. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? So, einmal vollziehen, 30 Euro für 93 Eier. Und der Honig? Oh oh, naja, gut. Den jetzt für wegen 12 Euro aufzuessen, wäre ja schade, aber wir nehmen mal sicherheitshalber Würste mit. Genau, haben wir Eier und Wurst. Schmeckt doch bestimmt nicht schlecht. Für so einen Bauern. Gut. Hier ist übrigens eine Feuerstelle. Weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Da kann man sich mal hinsetzen abends, wenn man Familie hat. Sowas in der Richtung wird es ja auch noch geben. Gehe ich mal von aus. Einen Hund haben wir noch nicht.
Wir gucken aber noch mal im Zweckshaus nach. Was sagt denn da die Feuchtigkeit niedrig? Also, da muss man schon drauf gucken, ne? Mehrmals am Tag. Dumm. Ich hatte jetzt gerade das Mikro aus. Ich weiß nicht wie lange, aber wahrscheinlich zu lange. Ich meinte gerade, dass wir vielleicht da noch düngen sollten. Also mit dumm. Um die Ernte vielleicht zu erhöhen. Und da fahre ich jetzt hier gerade durch die Gegend. Weil eigentlich haben wir ja sowas. Irgendwo. Ich glaube in die Richtung hier. Muss hier auch irgendwann mal den Hof aufräumen, diese alten Äste, alles was da kaputt ist, wegmachen. Und mal Rasen mähen. Ne, hier waren wir ja schon. Da. Jetzt gucken wir mal. Aha. Da kann man einfüllen. Machen wir mal hier eine schöne Wendung. Nee, wir sollten von der anderen Seite kommen. Schwupps. Oh, guck mal. Geht automatisch. Und oh.
Oh. Da stinkt es jetzt hier im ganzen Ort. Das kenne ich von meinem Wohnort. Wenn hier die Mauern Scheiße streuen, dann stinkt alles. Beenden jetzt. Ja, und man sieht aber wieder schön, wo man war. Also, dann haben wir ja da alles getan, was wir tun können. Schon leer. Kommt da jetzt nichts mehr? Nee. Das war's schon. Feuchtigkeit schon wieder niedrig. Mist gelagert, null. Ja, ist schon leer. Ha, ist ja cool. Na, da brauchen wir jetzt doch nichts mehr machen hier. Wir lassen den Hänger hier stehen. Ja gut. Kann ich nichts machen. Schon wieder Gießen da drinne. Eier essen. Tja, das bisschen Mist haben wir verarbeitet. Jetzt heißt es eigentlich sozusagen warten. Achso, da steht noch dieses andere Mais-Schneidwerk. Das müssten wir dann mal holen irgendwann.
eine neue Mission. Neue Mission. Ja, pflüge das Feld. Kannst du selber machen. Auch hier pflügen. Gut, also solche Sachen kann ich euch versprechen, wenn ich das mache, mache ich das nicht. Also Flüge für irgendjemand anders, das Feld mache ich nicht im Stream. Das mache ich dann so irgendwie mal abends bei einer Flasche Bier. Ja, ansonsten... Tomaten liefern, ja, die sind noch nicht so weit. Wenn es dann mal so weit ist. Okay, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich morgen dann wieder. Dann werden wir schick Eier aufsammeln gehen. Und fahren da mal rüber bei dem, der ein Gebäude repariert haben will. Und gucken mal, was wir da noch kriegen können. Ja, und bis dahin gehen wir erstmal heiern und ich sage euch eine schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.